Hallo meine lieben Märchenfreunde, herzlich willkommen zum 23. Oktober in der Märchenstunde. Die heutige Geschichte handelt vom dicken, fetten Pfannkuchen und stammt aus Deutschland. Also das Märchen vom dicken, fetten Pfannkuchen. Es war einmal eine Mutter, die hatte 7 hungrige Kinder. Da nahm sie Mehl, Milch, Zucker, Butter und ein Ei. Auch etwas Salz, nicht zu vergessen, und formte daraus einen schönen, dicken Eierkuchen. Sie goss ihn in die Pfanne und dort ging er auf, dass es eine Freude war. Die 7 Kinder standen ringsherum und der alte Großvater sah zu. Da sagte das erste Kind, »Gib mir ein wenig Pfannkuchen!« »Liebe Mutter«, bat das zweite, »liebe gute Mutter«, das dritte, »Ach, liebe, gute, süße Mutter«, das vierte. »Ach, liebe, gute, süße, beste Mutter«, das fünfte. »Ach, liebe, gute, süße, beste, goldige Mutter«, das sechste. Und das siebte sagte, »Liebe, gute, süße, beste, goldige, einzige Mutter«. Aber die Mutter antwortete, »Nein, wartet nur, bis er sich umgedreht hat.« Sie hätte besser sagen sollen, bis ich ihn umgedreht habe. Denn als der Pfannkuchen hörte, dass er sich umdrehen müsste und gegessen werden sollte, da dachte er, was? Zum Essen bin ich doch viel zu schön. Ich will mich lieber gleich umdrehen und in die weite Welt gehen. Plumps machte er einen Sprung und kantappa kantappa aus der Pfanne auf die Treppe zum Haus hinaus. »Haltet ihn!« schrie die Mutter. »Haltet ihn!« Die Pfanne und den Kochlöffel in der Hand jagte sie hinter ihm her und die Kinder und der Großvater folgten. Vor dem Haus saß eine Miezekatze. Die schrie, »Miau, miau, dicker, fetter Pfannkuchen, lass dich auffressen!« »Was? Ich will von dir, Katze Mieze, gefressen werden?« »Hinter mir ist schon die Frau Mutter geblieben, der Großvater auch und der Schreihälse 7 und ich soll dir, Katze Miatze, nicht entlaufen?« Und er lief, kantapper, kantapper, immer weiter die Straße hinunter. Da kam ein Hahn. »Kikariki, dicker, fetter Pfannkuchen, roll nicht so schnell, ich will dich auffressen.« »Was? Ich mich von dir, Hans Kradan, Hahnkradan, fressen lassen? Hinter mir ist schon die Frau Mutter geblieben, der Großvater auch und der Schreihälse 7, Katze Miatze, und ich soll dir, Hahnkradan, nicht entlaufen?« Und er lief, kantapper, kantapper, immer tiefer in die Welt hinein. Da kam eine Kuh. »Muh, muh, dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich auffressen.« »Was? Ich mich von dir, Kuh Mumu, auffressen lassen? Hinter mir sind schon Frau Mutter geblieben, der Großvater auch und der Schreihälse 7, Katze Miatze, Hahn Kradan, und ich soll dir, Kuh Mumu, nicht entlaufen?« Und er lief, kantapper, kantapper, immer weiter in die Welt hinein. Jetzt kam eine Gans daher. »Kack, kack, kack, dicker, fetter Pfannkuchen, roll nicht so schnell, ich will dich auffressen.« »Was, ich mich von dir, Gans Watschschwanz, fressen lassen? Hinter mir ist schon die Frau Mutter geblieben, der Großvater auch und der Schreihälse 7, Katze Miatze, Hahn Kradan, Kuh Mumu, und ich soll dir, Gans Watschschwanz, nicht entlaufen?« Und er lief, kantapper, kantapper, immer weiter in die Welt hinein. Jetzt kamen 2 kleine Kinder, die sagten, »Ach, lieber, dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen und lass dich aufessen. Wir sind so hungrig und haben den ganzen Tag noch nichts gegessen.« »Was?« sagte der dicke, fette Pfannkuchen. »Ich soll mich von euch, Huschelbuschel, essen lassen? Hinter mir ist schon die Frau Mutter geblieben, der Großvater auch und der Schreihälse 7, Katze Miatze, Han Kradan, Kuh Mumu,
Ganz was Schwanz, und ich soll euch Huschelbuschel nicht entlaufen. Und er lief kantapper, kantapper immer weiter in die Welt hinein. Und jetzt kam ein Schwein. Murks, murks, dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich auffressen. Was? Sagte der Pfannkuchen. Ich mich von dir, Schwein Schmirolein, fressen lassen? Hinter mir ist schon die Frau Mutter geblieben, der Großvater auch, der Schreihälse sieben, Katze Miatze, Harn Kradan, Kuhmumu, ganz schwarz Schwanz, die beiden Huschel, Buschel, und ich soll dir, Schwein Schmirolein, nicht entlaufen? Und er lief kantapper, kantapper, immer weiter in die Welt hinein. Doch nun kam der Pfannkuchen an einen Bach, und der hatte keine Brücke, und da wusste er nicht, wie er über das Wasser kommen sollte. Er lief kantapper, kantapper, immer am Bach entlang. Aber das Schwein, das war ihm nachgegangen und sprang in das Wasser und schwamm auf dem Wasser, weil es so fett war, sehr einfach. Und das Schwein sagte, murks, dicker, fetter Pfannkuchen, soll ich dich über den Bach tragen? Ach ja, tu das nur. Nun, so springt mir auf meine Schnauze, da trag ich dich hinüber. Das tat der Pfannkuchen auch. Aber kaum saß er auf der Schnauze, schnapp, da machte das Schwein einen großen Schnapp und friss den dicken, fetten Pfannkuchen. Aber als die erste Hälfte geschnappt war, mit einem Male macht der Pfannkuchen kantapper, kantapper einen Sprung und springt mit der anderen Hälfte in die Erde hinein. Das Schwein schnüffelte hinter ihm her, aber konnte und konnte ihn nicht finden, bis es mager und elend ward und vor Hunger starb. Und daher kommt es auch, dass noch heute alle Schweine mit der Schnauze auf der Erde schnüffeln, weil sie alle heute noch die zweite Hälfte von dem dicken, fetten Pfannkuchen suchen. Und da das Schwein ihn nicht bekam, das Märchen hier ein Ende nahm. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber.